Hallo Welt, da sind wir wieder, hier in unserem Haus Seeblick, das so langsam Gestalt annimmt. Ja, und wir sind da mit Triska und mit Thiel und mit Telonet. Telonet! Immer noch da. Schön, ja. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Sehr schön. Sie schicken wir mal weg, denn sie gehört jetzt irgendwie nicht ganz so zu unseren Aufgaben. Freunde wie ihr sind schwer zu finden und ich schätze sie sehr. Und damit sind wir schon beim Thema. Ja, wir werden mal schauen, wie es denn um unser Gewicht aussieht. Überhaupt nicht gut. Was ist denn hier los? Was haben wir denn in den letzten Folgen gemacht? Noch mehr eingesammelt und so gut wie nichts weggelegt. Ja, wir sollten ein paar Pfeile mitnehmen. Und wir sollten ordentlich was weglegen. Das wundert mich jetzt ein wenig. Ich dachte, wir hätten das in den letzten Folgen irgendwie alles einsortiert. Und wir bräuchten jetzt gar nichts mehr. Ich denke, einen Leinenreisemantel können wir mitnehmen. Den Jute-Reisemantel könnten wir hier lassen. Aber beim Gewicht ist das jetzt eigentlich... Dann nehmen wir lieber Jute mit und den Leinenreisemantel lassen wir da. Obwohl ich denke, dass der vielleicht ganz gut sein könnte, wenn es regnet. Nun... Was zieht uns denn noch so runter? Ich weiß es nicht. Essen, ja, Kartoffeln, müssen wir die mitnehmen? Nicht unbedingt. Den Wasserbeutel sollten wir auffüllen und jetzt weiß ich auch, was uns so runterzieht. Wir haben doch hier etwas gekauft. Wir haben doch gekauft... Ach, Gold haben wir auch noch dabei, natürlich. Da müssen wir noch mal ganz kurz hier ein bisschen was aufräumen. Lehm schleppen wir mit uns rum. Mondsteinerz, das brauchen wir alles nicht. Und wir haben doch gekauft eine extra für unseren Wasserbehälter hier. Ja, dieses Teil. Das wollen wir, glaube ich, draußen mal aufstellen. Damit, wenn wir hier vorbeikommen, damit wir das auch immer schön... damit wir unsere Wasserschläuche auffüllen können. Aber zuerst das Erste. Weg mit den Kartoffeln, weg mit dem Gold. Und ja, die Kartoffeln können hier rein. Essen, essen. Ein bisschen Essen sollten wir ja mitnehmen. Ablegen, ablegen, ablegen. So, zwei Wasserschläuche sollten wir dann gefüllt hoffentlich nachher mitnehmen und etwas zu essen auch. Etwas Zubereitetes. Ein Bierchen für unterwegs kann ja nicht schaden. Ein bisschen Brot vielleicht. Käse ist immer gut. Aber was haben wir denn? Ich hätte gerne so ein paar Süppchen. Ja, hier haben wir doch Gemüsesuppe. Und... Naja, wir werden ja auch unterwegs wieder was finden. Drei Suppen, die reichen bestimmt für den Weg. Nehmen wir noch so eine... Ja, Kartoffelsuppe nehmen wir auch noch drei Stück mit. Aber das soll dann auch gut sein. So, wie sieht's aus mit den Zaubertränken? Gut, da haben wir auch nichts. Ich hoffe, wir finden unterwegs viel. Gold müssen wir noch ablegen. Wir haben hier noch keinen Safe. Ihr braucht etwas? Nein. Du bist ja noch da. Gold. Genau. Eine Fackel nehmen wir mit und das Golderz können wir ablegen, genau. Ja, Madesi muss ein bisschen warten. Wir sind erstmal Lehm auch hier rein. Da werden wir uns immer fragen, warum da drin Lehm ist. Mondsteinerz können wir da reinlegen, ja gut. Madesi muss warten und Lehm legen wir lieber nach draußen rein. Nach draußen in die Kiste, in die Truhe, denn sonst werden wir uns immer fragen, warum... Ist denn da Lehm zwischen unserem Gold? Gut, nach draußen also. Und liebe Welt da draußen. Ja, ich war nicht untätig, wieder mit den Mods. Es sind keine Mods dazugekommen. Ich habe aber nochmal More Bandits Camps, die englische und deutsche, deinstalliert und dann nochmal neu installiert, auf das jetzt hoffentlich alles läuft und nicht alles doppelt ist. Dann habe ich Dracos Haus am Seeblick Mod habe ich deinstalliert und wie man sieht, jetzt haben wir nur noch deinen Vorschlag, Super Spilly, hier und das sieht schon etwas anders aus. Können wir denn immer noch durch die Tür gehen oder müssen wir die öffnen?
Aha, jetzt müssen wir sie öffnen, um da durchzukommen. Finde ich auch ganz gut, so sollte das auch sein. Das Wetter ist wie gewohnt regnerisch, neblig, ungemütlich, sage ich mal. Oder gemütlich, wenn man im Haus ist. Ich mag ja Regen auch mal ganz gerne. Ich glaube, das ist eins meiner Lieblingswetter, gleich nach Nebel, Schnee, Sturm und Sonne. Und mehr fällt mir jetzt auch nicht ein dazu. Vulkanausbrüche haben wir zum Glück hier nicht. Ich glaube auch nicht, dass mir das so gut gefallen würde. Und ich glaube auch nicht... Oh, können wir das ablegen? Ich glaube auch nicht, dass man das unbedingt als Wetter dann benennen kann. Titulieren. Wo hätten wir das denn gerne? Ich hätte das gerne hier direkt neben dem Haus. Ich hoffe mal, wir können das hier so aufbauen. Versuchen wir doch mal, wie das funktioniert hier mit unserem Water Barrel Assembly Parts. Fallen lassen oder ausrüsten? Guck an. Ja, das ist schon mal wunderbar. Und was können wir jetzt machen? Oh nein, wir haben es wieder eingepackt. Sollen wir es bei den Hühnern hinstellen? Das ist ja jetzt doch größer, als ich dachte. Versuchen wir das nochmal. Gut. Ja, und jetzt können wir es nutzen. Ja, auffüllen unsere Wasserschläuche. Redet. Aha. Wie, 7 Stück haben wir dabei? Ja, wir können es auch wieder abbauen und, naja, gucken wir mal aufs Gewicht. Gewicht, ja, das sieht schon etwas besser aus. Wir hatten ja das Problem, dass wir auf 193 Pfund Traglast wohl nicht mehr kommen werden. Warum auch immer, wir schleppen hier irgendwas mit uns rum, was uns einfach nach unten zieht und wir werden es nicht mehr los. Seelensteinfragmente könnten wir noch ablegen. Seelensteine, ja, das wiegt aber alles nicht so viel. Ein paar Holzspäne nehmen wir mal mit für unterwegs. Wenn uns kalt wird, ein paar Dietriche hätten wir uns... Ah, Bruchstein. Den müssen wir ja nicht unbedingt mit uns rumschleppen. Ein paar Dietriche hätten wir uns auf Lager legen sollen für schlechte Zeiten. Bruchstein, weg damit. Und was sagte ich gerade? Seelensteinfragmente. Ja, die kommen jetzt auch mal hier rein. Die Sortierung, die große, große Sortierung findet dann statt, wenn wir irgendwann einmal fertig mit unserem Haus sind. Haus Seeblick nämlich. Sehr schön. Ja, und jetzt schauen wir uns doch erstmal die Mauer an, ob das auch alles hier so ist, wie wir uns das vorstellen. Gut, hier kann man nicht mehr durch, man kann aber noch hier rüber und hier runter schießen vielleicht. Und sogar einen kleinen Steinweg da drüben. Ja, okay, wir können nicht auf den Burgmauern laufen. Also es ist nicht ganz die Mod, an die ich mich erinnere damals. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, wie sie heißt. Ich könnte bei mir mal in den Daten nachschauen und gucken, wie sie heißt. Aber von hier aus könnte man da unten die Banditen, wenn dort welche kommen würden, könnte man die von hier aus erwischen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und ansonsten sieht man schon, ja, es sind mehr so Ruinen. Passt irgendwie ganz gut. Das, was wir früher hatten, da waren hier halt so Wachtürme. Ich glaube, das hier war ein Wachturm, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir konnten Wachen irgendwie anstellen. Die liefen dann auch noch hier rum mit Fackeln. Genau. Leuchten konnten wir aufbauen. Und jetzt schauen wir mal, was das hier Interessantes ist. Die Baracken. Vielleicht können wir hier ja doch Wachen irgendwie anstellen. Oder so? Ach, da sind sogar schon Wachen. Wie schön. Ihr könnt noch so geheimnisvoll tun. Wir Wachen wissen, dass ihr der Diebesgilde angehört. Aber ihr seid doch meine Wachen. Ich grüße euch. Könntet ihr mir nicht ein warmes Bett herbeizaubern? Hier wird nicht rumgetrödelt. Gut, gut. Der Bettlerprinz, ich glaube, das haben wir schon gelesen.
Ja, mit dem Lesen werden wir uns ein wenig zurückhalten. Nicht, dass ihr mit mir feilschen könnt, wie mit den verdammten Ladenbesitzern. Zu viert seid ihr Wachen, das ist gut. Hey, was soll denn das? Was? Wir nehmen Tiel und wir nehmen auch Trischka und werden wieder zum verlorenen Tal gehen. Ja, die Mod gefällt mir schon ganz gut. Die andere war auch schön. Aber die andere, naja, es gibt kein Aber. Die war sehr viel umfangreicher, wie man gesehen hat. Man konnte dort auch noch richtig was anpflanzen. Wir hatten sehr viele Schmetterlinge und Libellen im Garten. Und sie sah etwas neuer aus. Alles war so ein bisschen, ja, mit goldenen Geländern. Und ja, das war schon schön. Dieses passt aber auch ganz gut. Da drüben, jetzt haben wir unten noch eine Stadt. Eine kleine, die werden wir uns jetzt aber auch nicht angucken. Nein, wir wollen schnell weg hier aus dem Regenwetter. Und ja, da gehen wir doch direkt hier mal runter. Raus aus dem Regen, rein in das nächste Abenteuer, das da wahrscheinlich heißt Banditencamp. Da bin ich ja doch mal gespannt, wie es damit jetzt aussieht. Und wie gesagt, die Stadt hier schauen wir uns später mal an. Würde sich jetzt zwar ganz gut anbieten, meine ich. Sieht auf jeden Fall schön aus. Erinnert ein wenig an Flussheim oder Flusswald, meine ich. Ja, aber das haben sie schon gemacht. Und die Banditen, dabei interessiert mich jetzt, wir sind ja zu dritt, da können wir ja ein bisschen was reißen, hoffe ich. Da interessiert mich jetzt, ob die Banditen immer noch gedoppelt sind oder ob das jetzt geklappt hat mit der Mod. Dass ich das einmal deinstalliert und neu installiert habe, müsste eigentlich geklappt haben. Wir versuchen das mal und schleichen uns hier an. Da ist überhaupt niemand jetzt, das ist auch gut. Wachfeldlager haben wir entdeckt und die Banditen sind alle aus. Nun, das kann daran liegen, dass sich die Banditen vielleicht, ja, das klappt, dass sich die Banditen hier angelegt haben mit den Wachen und wir können aber dann schon mal das Gold nehmen. Der veredelte Malachit, den lassen wir mal drin. Wir lassen alles hier drin. Das ist uns viel zu schwer. Wir haben ja gerade erst aufgeräumt. Hier drin Geld. Natürlich nehmen wir das mit. Ein Stahlschwert noch. Naja, das lassen wir mal drin liegen. Fischfässer, sie mögen Fisch, ja, Flusspeitsche, das nehmen wir mal alles mit, vor allem das Salz, aber man sieht, Kohl lassen wir da, eine Kohlsuppe wäre zwar auch ganz nett, aber man sieht, es ist nichts mehr doppelt. Ich fand das gar nicht so schlecht mit dem Doppelt, aber es waren ja arg viele Banditen doch da, nur doppelt so viele eben. Wobei, ja, das mit dem Lachs und so weiter, das hat mir ja schon ganz gut gefallen. Lange Rede, kurzer Sinn, speichern wir mal ganz fix und gehen zurück. Gehen unseres Weges und wir haben den seltsamen Wunsch immer noch aktiviert. Das heißt, wir können unseren Marker, dem Marker können wir folgen, also Triska ist gerettet. Nun bekomme ich von der Ersten den Honig für Thorax. Bring Triska zur Ersten, ja. Und da kann ich nur hoffen, dass das Wetter bald besser wird. Vor uns liegen Türme, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Oder hier links ist irgendetwas. Ob wir da mal vorbeischauen sollen? Ja, an jeder Ecke findet man was. Nein, wir halten uns an unseren Plan. Und ich kann nur hoffen, dass das Wetter wieder besser wird gleich. Hier sollten wir vielleicht mal ein bisschen Holz für uns kaufen und liefern lassen nach Haus Seeblick, wo wir schon mal gerade da sind. Ja, das machen wir auch. Wenn das nicht allzu teuer ist, sollten wir uns eigentlich leisten können hier an der Halbmondmühle. Da ist schon die Herrin der Halbmondmühle. Oh, Vorsicht, Frösche. Hallo. Ihr Arbeit? Herd, du hast ein ganz schwarzes Gesicht. Das tut mir leid. Ich möchte gerne Holz kaufen. Fleißig am Bauen, wie? Wir können es euch überall hinliefern.
Dann mal hin nach, wie viel nehmen wir? Ja, 20 Baumstämme erstmal für 200 Goldstücke. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Kann ja nicht schaden, vielleicht reicht das auch schon. Ich gehe dann mal wieder. Wenn wir später noch etwas brauchen, war das mit dem schwarzen Gesicht. Warum bleibt ihr nicht ein wenig? Entweder verkohlt oder zu heftig geschminkt. Dritte Möglichkeit. Was wird das denn? Wow, ist das mal eine Kröte. Riesig. Dritte Möglichkeit wäre zu lange in der Sonne gelegen oder in der Sonnenbank. Ja, und die vierte hatten wir auch schon. Vielleicht die Sonne, die in der Tube wohnt. Zu stark aufgetragen. Nun gut, sei es drum, wir haben Holz gekauft. Das ist doch schon mal was. Für den Anfang. So, sollten wir unterwegs noch ein Banditencamp irgendwo finden, kehren wir da natürlich ganz kurz ein und schauen mal, wie es sich verhält, wie viele Banditen dann da sind. Denn das war ja unser Problem in den letzten Folgen. Naja, wenn man das so als Problem sieht. Oh, ein Pferd. Nein, das ist eine Ziege. Ein Widder. Hatten wir schon mal einen Widder? Hey, Widder. Der greift uns an. Der ist ja wohl verrückt. Ah, ja, da hat er nicht mit Tiel gerechnet. Aber dafür können wir mal sehen, was drin ist im Widder. Und wir können Tiels Pfeil, den Eisenpfeil hier aufsammeln. Sehr schön. Wolle. 0,8 Gewicht. Ja, das nehmen wir mal mit. Wolle hatten wir bisher noch nicht. Das ist mal was Neues. Okay. Oh, das Wetter. Ja, wir bräuchten ein Wetterwechselgeschoss oder so etwas. Wer ist das? Ich reiße euch in Stücke. Noch eine Sache, die ich ganz gerne machen würde. Das machen wir jetzt, glaube ich auch mal. Mitten im Kampf schauen wir uns mal die Fertigkeiten an. Und ich habe lange überlegt und gehadert mit mir, aber ich denke, die Schießkunst ist jetzt voll. Und das können wir mal legendär machen. Es wird sehr, sehr schwer wieder, aber weil das wieder auf 15 zurückgesetzt wird dann. Aber dafür haben wir dann was. Ja, lässt du eine Fertigkeit legendär werden, wird sie auf 15 zurückgesetzt und du erhältst darauf verwendete Talentpunkte zurück. Möchtest du das wirklich? Ja. Möchtest du diese Fertigkeit wirklich legendär werden lassen? Oh ja. So, und die Punkte, die sammeln wir schön, die kommen hier nämlich wieder ordentlich drauf. So viel wie geht. Und ich hoffe, dass wir dann demnächst irgendwie ein bisschen besser damit klarkommen. Oh, er leuchtet aber blau schon. Ja, wir müssen schon schießen, sonst gibt das nichts hier. Ich habe Angst, unsere Damen zu treffen. Schießkunst schon wieder verbessert. Und zwar diesmal legendär verbessert. Ach, das geht doch relativ schnell erstmal am Anfang jetzt. Und eine neue Stufe. Ja, ab und zu ist das vielleicht sinnvoll, die Sachen legendär zu schalten, aber man sieht, wir richten ja so gut wie gar keinen Schaden an jetzt. In die Hüfte. Thank you.
Ja, ich muss sagen, das ist wahrscheinlich auch noch ein Punkt für Skyrim. Dieses Skill-System, dass man hier anfangs zumindest ziemlich rasch aufskillt. Das macht ja auch richtig viel Spaß. Nein, nein, das sollte die Hüfte sein, nicht was ihr denkt jetzt, wo ich da hingeschossen habe. Alles gut? Scheint so. Gold, der hat ordentlich Gold dabei. Ja, und die wertvolle Rüstung. Sollen wir die mitnehmen und dann vielleicht wegwerfen nachher? Vielleicht können wir sie ja verkaufen. Ich meine, jetzt können wir ja sehr viel tragen noch. Und sie ist richtig was wert. Wir nehmen das mal alles mit. Jetzt sind wir ja relativ leicht. Und die Pfeile hätte ich ganz gerne wieder. 2, 3 sind daneben gegangen. Nun gut. Und dann schauen wir sofort mal nach, ob wir unsere Punkte neu verteilen können. Wir wollen erstmal Ausdauer. Ja, nehmen wir Ausdauer. Gesundheit, eigentlich können wir alles gebrauchen. Nehmen wir erstmal Ausdauer. So, und schauen mal, wie wir jetzt die Schießkunst hier noch verteilen können, die Punkte. Das war's leider schon. Und hier oben brauchen wir 30. 30 Schießkunst. Und für die anderen Adlerauge, das ist ja auch eine ganz gute Sache. Auch 30 Punkte. Ruhige Hand, das Heranzoomen mit einem Bogen kostet die Hälfte der Ausdauer und verlangsamt die Zeit um 25%. Super. 40. Ja, das heißt, wir müssen schießen, schießen, schießen. Da kommen wir gar nicht drum. Wo kam dieser Bandit jetzt eigentlich her, der Banditenanführer? Oh, ein Fuchs. Wir wollten uns nicht ablenken lassen. Das war doch der Plan irgendwann mal, oder? Okay, schauen wir nochmal auf die Karte. Denn eins sollte sein, ja gut, die Rotfuchslager, die Banditencamps, die wir schon gefunden haben, die sind angezeichnet, aber das wollte ich jetzt gucken. Ich habe das so eingestellt auf Explorer, also dass wir eben die Banditencamps nicht auf der Karte sehen, sondern nur, wenn wir in der Nähe sind. Oder natürlich die, die wir schon entdeckt haben. Finde ich irgendwie ganz interessant. Nun, Banditencamps sind ja nicht unbedingt auf jeder Karte immer eingezeichnet und vielleicht ist es ja auch so, dass Banditen mal das Camp wechseln, den Ort wechseln ihres Camps und umziehen. Nun gut, gehen wir mal weiter. Da drüben brennt ein Feuer, hier läuft ein Fuchs. Und das Wetter ist immer noch denkbar regnerisch schlecht. Aber vielleicht ändert sich das ja noch im Laufe des Tages. Und wenn wir diesen Weg nehmen, sollten wir gleich an unserem Camp vorbeikommen. Da ist es schon. Da könnten wir uns eigentlich ausruhen. Oh, steht da jemand? Ja, hier steht jemand. Maiks Vater hieß auch Maik. Genauso wie der Vater von Maiks Vater. Das behauptet zumindest sein Vater. Maik weiß viel und erzählt nicht alles. Maik kennt viele Dinge, die andere nicht kennen. Nun gut, Maik. Ja, nee, hier kehren wir mal nicht ein. Schön wäre es, wenn man wie bei der Nordländer-Mod damals, wenn man da... Ach Gott, ja, wieder die Nordländer-Mod. Ja, ich habe sie wirklich geliebt, die Nordländer-Mod. Ja, schön wäre es also, wenn man dort auch eine Kiste hätte, wo man dann die Sachen jetzt reinpacken könnte. Aber ja gut, man kann nicht alles haben. Vielleicht kommt es ja noch eines Tages mal. Oder eine vergleichbare Mod vielleicht. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste in der Nähe sogar ein Banditencamp noch sein. Was blubbert hier? Das war nicht auf dieser Seite. Ich weiß schon, das ist bei dem Riesen. Bei der Riesenschlammkrabbe hier hinterm Stein. Gibt es hier Schlammkrabben zufällig? Nein, wir waren vor kurzem erst da, da gibt es jetzt keine mehr. Das dauert, bis hier wieder welche sich hintrauen. Das goldene Schwert hätten wir mitnehmen können, das hat man jetzt nicht so gesehen, aber wir waren ja, wie gesagt, vor kurzem erst hier. Und von daher wissen wir, da liegt ein goldenes Schwert beim Skelett, das man gerade gesehen hat. Ja, also bei dem richtigen Wetter...
Hey, 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 hey. Assassine, was? Treffen müssen wir schon. Auf 40 hätten wir das ganz gerne hier. Oh nein. Nur aufpassen, dass wir unsere Begleitung nicht treffen. Nach wie vor immer wieder. Muss ich mich selber dran erinnern. Sehr schön, das habt ihr gut gemacht. Und sie hat bösartiges Gift der Erzürnung dabei. Wo ist ihr Brief? Hier ist ihr Brief. Notiz des Assassinen der dunklen Bruderschaft. Was greift uns jetzt schon wieder an? Zwergenschwert nehmen wir auch mal mit, wir können ja viel tragen. Ja, da lesen wir doch mal ganz fix rein. Notiz der Assassinen, des Assassinen der dunklen Bruderschaft. Wie befohlen, sollt ihr Lucretia um jeden Preis umbringen. Das schwarze Sakrament wurde vollzogen. Jemand möchte diese arme Person tot sehen. Wir haben bereits eine Bezahlung für den Auftrag erhalten. Ein Misserfolg kommt nicht in Frage. Astrid. Schön. Ja, dann können wir doch damit rechnen, dass wir irgendwann auch mal auf die dunkle Bruderschaft, auf Astrid treffen. Und wir müssen, glaube ich, immer noch herausfinden, wer N ist. Ein Wolf? Na, da fühlen wir uns gut. Das hört sich doch gut an. Und man sieht jetzt oben im Radar, ja, es ist ein Banditencamp direkt vor uns. Und diesmal werden wir nicht ausweichen, diesmal werden wir gucken, mit wem wir es hier zu tun haben. Können wir hier drauf springen? Ja, es ist nicht die beste Deckung hier. Hallo, pass doch auf! Ist doch schon, tut mir doch leid auch. Ich wollte doch auch nur schleichen. Und zwar legendär schon. Da sieht man's. Wir richten so gut wie gar keinen Schaden an. Ja, jetzt der Dreifachschaden, der ist schon ganz nett. Oh doch, das sind immer noch sehr, sehr viele. Hey, wer greift uns an? Ja, es ist nicht das beste Wetter zum Schießen. Die Pfeile werden vom Regen wahrscheinlich auch so ein bisschen abgelenkt. Ja, da müssen wir jetzt durch. Finde ich. Also, da sollten wir uns jetzt schon drum kümmern, dass wir hier reinkommen. Mensch, können wir denn nichts gegen das Wetter machen? Das ist ja grauenvoll. Da wird man ja richtig trübselig. Das ist ja, wie gesagt, wenn man drin ist irgendwo, dann ist es ja schon gemütlich. Aber so jetzt? Na, jetzt haben sie uns schon entdeckt.
gebt einfach auf. Leben kommt ihr hier nicht raus. Oh nein, was hat uns hier getroffen? Der Eissplitter. Ja, meine Damen, wie machen wir das jetzt am besten? Ob wir uns da oben verstecken und aus der Entfernung versuchen? Alles andere wäre wohl zu nah. Aber das sind ja immer noch so viele Banditen hier. Das möchte ich jetzt wissen. Und ich denke mal, das werden wir in dieser Folge dann gar nicht, bei der Menge werden wir das gar nicht schaffen. Wir starten noch einen Angriffsversuch jetzt. Können wir hier nicht drauf? Da würde uns zumindest mit Schwertern niemand erreichen, aber mit dem Eissplitter ja schon. Joa, da frage ich mich doch gleich wieder, wie sollen wir das denn schaffen? Oh, Koppler. Tut mir leid. Ah, die sind schon in heller Aufregung. Wir hauen lieber ab. Komm. Hier kommt so schnell keiner hin. Oh, Moment. Hier drauf? Wir haben schon Probleme, hier drauf zu klettern. Oh. Genau reingerannt. Pfeile auch noch, die sieht man doch bei dem Wetter gar nicht. Das ist fies. Ach so, wir sind hungrig. Alles ist am Kämpfen und wir essen uns erstmal ein Süppchen. Das schaffen wir im Leben nicht, gegen die anzukommen. Die beiden, die machen das schon nicht. Ich erkenne jetzt nur bei diesem Wetter nicht mehr, wer wer ist. Aber ich denke, das Dunkle da, das werden schon Banditen sein, hoffe ich mal. Wir dürfen nur nicht sterben. Oh, die beiden, die kommen noch nicht hier rauf, oder? Oh. Hey, 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 wir können uns nicht so schnell bewegen, wenn wir getroffen sind von Eissplittern. Oh nein. Ja gut, man sieht es schon, wir werden in der nächsten Folge hier weitermachen und wir werden endlich dieses Banditencamp hier überfallen. Und das machen wir hoffentlich richtig. Diese Folge ist jetzt an dieser Stelle schon vorbei. Ich darf mich bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare. Und für eure Likes, Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.